heute meinem App-Review unterzogen ist die Bild-App. Ja, ich muss erstmal vorneweg sagen, ich bin großer Bild-Fan, beziehungsweise von dieser App ein Fan, auch wenn die App kostenpflichtig ist, aber da komme ich dann nochmal gleich dazu, denn ich habe es eh vor, diesen App-Review relativ kurz zu machen. Also zuerst mal hier oben sehen wir ganz oben das Wetter an dem Ort, wo ihr euch gerade befindet. Das könnt ihr auch ganz einfach einstellen und könnt einen anderen Ort eingeben. Oder wenn ihr mehrere Orte habt, dann wechselt das da oben auch durch. Dann habt ihr hier diese Top-Nachrichten praktisch, beziehungsweise das, was gerade aktuell ist. Und wenn ihr zum Beispiel irgendetwas davon lest, zum Beispiel hier das Deutschland-Holland-Spiel und wollt darüber jetzt irgendwas lesen, Neuigkeiten sehen, dann habt ihr hier oben zuerst mal die Bildergalerie. Jetzt ist hier halt nur Löw abgebildet, aber das ist jetzt erstmal egal. Ihr habt hier unten halt einfach mal den Text, der zum Bild passt und halt das Bild an sich. Und ihr könnt den Text aber wegmachen, falls ihr es in Vollbild sehen wollt. Dann habt ihr hier halt nun mal die Nachricht an sich oder beziehungsweise den Informationsteil. Und unten habt ihr noch Fotogalerien oder Infoboxen. Das heißt, in den Fotogalerien sind halt Fotos nochmal extra drin, die zum Thema passen. Und in den Infoboxen, da kommt hier so ein kleines Fenster, da steht dann zum Beispiel irgendwelche schlechten Witze oder sowas, je nachdem, was halt gerade das Thema von diesem Beitrag ist. Oder ihr seht noch weiterempfehlende Artikel, die zu diesem Artikel passen, falls es jetzt ein Thema ist, über die die Bild-Zeitung mehrere Artikel geschrieben hat, wie zum Beispiel zur Euro-Krise. Ja, wenn ihr auf dieser Startseite jetzt weitergeht, dann seht ihr hier den News-Ticker. Da seht ihr halt alles, was gerade an Neuigkeiten passiert, auch wenn es jetzt nicht wichtig ist. Bekommt es halt jetzt mit, zum Beispiel hier den Anstieg des Meeresspiegels, wurde vor einer Stunde etwa gemeldet und dann könnt ihr halt hier lesen, dass österreichische Forscher festgestellt haben, dass Österreich unter Wasser steht. Na klar. So, dann habt ihr hier die News. Unter News versteht sich eigentlich alles andere, was nicht in die anderen Kategorien passt, beziehungsweise wichtiger ist, als dass man es einfach in eine andere Kategorie steckt und meistens kommen die Sachen hier oben irgendwann auch mal in die News runter. Die könnt ihr dann einfach hier halt sehen, seht ihr auch gleich immer mal den Titel und so weiter. Dann habt ihr hier den Sportteil und den Unterhaltungsteil, Politikteil, Geld, Wirtschaft und Karriereteil, Lifestyle-Teil, Ratgeber, Auto, Digital, Lotto, das Bild-Girl, Reisethemen. So, die könnt ihr später noch unterschiedlich anordnen. Wie viele Beiträge ihr von welchem Thema haben wollt, komme ich gleich noch dazu. Dann habt ihr noch Fotogalerien, also die Fotogalerien, die auch unter den Artikeln angezeigt werden, findet ihr hier nochmal. Den Gewinner und den Verlierer des Tages, die Sport-Live-Nachrichten, Videos, die zum Thema passen und nochmal das Wetter. So, wenn ihr jetzt mal hier, das war jetzt die Startseite im Prinzip, wenn ihr jetzt hier auf die News geht, könnt ihr es auch schief halten, habt ihr es ein bisschen größer. Da seht ihr halt nochmal dann die News, das was auch praktisch vorhin unter News stand, nochmal extra. Und halt noch mehr über Inland, über Ausland und praktisch noch mehr News, also praktisch Themen, die nicht zu den anderen Kategorien passen oder wichtiger sind. Ja. Schlagzeilen, das sind halt die Schlagzeilen, die wir auch vorne auf dieser Box sehen. Das sind die Schlagzeilen, die wichtigsten. Seht ihr halt hier nochmal groß. Ihr könnt auch hier runtergehen, mehr zum Thema, da gibt es also noch mehr. Und wenn euch was interessiert, einfach anklicken. So, das kann man natürlich auch so machen, dass man hier nochmal alle Schlagzeilen auf einen Blick sieht. Und dann sieht man wirklich alle Schlagzeilen, die die Bild-Zeitung heute hat, an diesem Tag. Das heißt, alle Sachen, die oben in dieser Liste schon mal angezeigt wurden. Das sind ziemlich viele. So, dann habt ihr hier natürlich auch die Hörer-Hotline, also falls ihr jetzt irgendwo seid und irgendwo rennt Lady Gaga oder was steht hier, das steht auch sogar da, glaube ich, irgendwo, Lady Gaga mit Unterhose durch die Straßen, macht ihr gleich mal ein Foto und schickt es an die Bild-Zeitung oder schreibt den einfach. So, jetzt kommen wir zum Menü. Menü ist ziemlich umfangreich,
aber überhaupt nicht kompliziert. Denn wenn ihr hier seht, da sind es eigentlich nur nochmal Verlinkungen zu diesen Ratgeber-Themen. Also praktisch das gleiche, wie wir vorhin auch auf der Startseite gesehen haben. Nur könnt ihr auch hier unter anderem Services nutzen, das heißt auch das Horoskop sehen und Einstellungen treffen. So, da kommen wir nämlich auch zum Abo persönlich. So, hier beim Abo könnt ihr euch einen neuen Abo-Code sichern bzw. euer Abo verlängern. Und da seht ihr jetzt auch gleich mal, wie viel es kostet. Also für 30 Tage einfach nur diese App-Anwendung kostet 1,80 Euro. 1,80 Euro für 30 Tage finde ich jetzt nicht so viel, das sind 6 Cent am Tag. Das kann man eigentlich mal aufbringen und vor allem finde ich eigentlich das immer schön aufgebaut. Wer jetzt sagt, ey, ich hätte gern die PDF-Zeitung dazu, denn die gibt es auch, die habe ich aber nicht, sonst würde ich es euch auch mal zeigen. Die PDF-Zeitung ist einfach die Originalbild ohne Regionalteil, wichtig, ohne Regionalteil, also die allgemeine Bild. Könnt ihr halt nochmal als PDF lesen, das heißt so, wie es sich auch im Handel gibt. Finde ich ziemlich cool, hatte ich früher immer. Hatte ich immer für 3 Monate Premium 9 Euro bezahlt. Das heißt, da ist dann halt das PDF dabei und halt dieses normale. Für ein Jahr dann 40 Euro, was gar nicht mal so teuer ist jetzt. Ja. Was gibt es noch im Menü? Wichtigstes ist da eigentlich nicht mehr dabei. Ihr könnt es noch personalisieren. Und das ist jetzt nochmal das letzte, den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Ihr könnt hier nämlich die Startseite einstellen, wie viel ihr haben wollt. Also zum Beispiel digital habe ich ziemlich viel, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Da habe ich eingestellt, 5 Artikel werden angezeigt. Wenn euch jetzt zum Beispiel Reise überhaupt nicht interessiert, dann stellt ihr da 1 ein. Denn 0 geht nicht. Finde ich schade, ist aber so. Also einfach 1 einstellen. Und das könnt ihr bei allen machen oder ihr könnt auch Sachen einfach rauswerfen. Das ist nämlich dann das Null einstellen. So. Horoskop ist ja jetzt nicht so wichtig. Push-Benachrichtigung, die habe ich eigentlich bei den wichtigen Sachen an. Breaking News würde ich auf jeden Fall mal anstellen, denn da bekommt man halt so die wichtigsten Nachrichten, falls man zum Beispiel erfährt, dass irgendwo ein Erdbeben ist. Und irgendwie tausende Opfer es gibt oder sowas. Und dann habt ihr das wirklich sofort, falls ihr es nicht schon vorher gehört habt. Obwohl die Bildnachrichten eigentlich ziemlich schnell sind, muss man sagen. Dann VIP-News habe ich einfach angestellt. Sport-News auch. Lottozahlen brauche ich nicht. Und die Bildzeitung vorab als PDF habe ich nicht, weil ich es nicht habe. Und dann könnt ihr auch noch einstellen, zu welchem Verein ihr zum Beispiel Nachrichten haben wollt. Bei mir ist komischerweise Eintracht Frankfurt jetzt aus, was aber eigentlich an sein wollte, sollte und könnt ihr einfach speichern. Wetter gebt ihr einfach nochmal ein und hier seht ihr nochmal diese Tab-Bar, das ist die hier unten praktisch, da könnt ihr nochmal einstellen, was ihr da haben wollt. Also ich hatte da vorher zum Beispiel immer gehabt, die PDF-Zeitung. Ging das jetzt nochmal? Naja, egal, ist ja nicht so wichtig, findet ihr schon raus. Denn ich mache jetzt hier Schluss an der Stelle und hoffe mal hier, das Spiel Deutschland gegen Holland geht 3:1 aus. Viel Spaß euch noch beim Spiel. Tschüss.